Auf geht's zum Hirsch. Wo müssen wir lang? Die Frage ist... Da geht's irgendwie... Achso, genau. Wir wollten hier Richtung Mine gehen und ich bin da vorne in den Kessel irgendwie reingefallen. Das war semi-optimal. Genau, hier ging es zum Ozean und wir gehen aber jetzt hier lang. Und können hier noch Sachen finden. Hinterm Haus wahrscheinlich. Ja. Der hier liegt. Doch im Haus drinne. Ach, hier oben. Und da haben wir eine Erinnerung freigeschaltet. Eine Explosion am Berg. Der Steinbruch. Also nicht die Mine oder Bergwerk, der Steinbruch. Ein Bagger und ein Baustellenfahrzeug. Die Frage ist, was hat man in dieser Mine abgebaut? Und die andere Frage, gibt es hier noch mehr zu finden oder... Kann ich jetzt hier weiterlaufen? Es gibt noch mehr. Irgendwo unter uns. Ah, logischerweise Steinbruch. Der Steinbruch. Wir müssen nach unten. Muss nochmal checken, wie weit wir nach unten müssen. Da sitzt einer. Der wird uns wahrscheinlich angezeigt. Und da transportieren die LKWs Material in die Stadt, so wie es aussieht. Da hat man eine Sprengung gemacht und dann mit den LKWs Material in die Stadt gebracht. Da unten sehen wir schon Gleise für eventuelle Loren, die wir noch vielleicht noch sehen werden. Und hier können wir auch wieder Bäumchen zum Leben erwachen lassen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Hier scheint nichts mehr zu sein. Und da ist auf jeden Fall auch hier das Schild, dass es hier zum Steinbruch reingeht. Muss ich mich jetzt hier draufsetzen auf diese Lore? Ist das wie so ein Zug? Okay, ich habe gedacht, der rollt vielleicht direkt los, wenn wir drauf sind. Irgendwo in die Richtung ist was. Könnte sein, dass wir hier zurück müssen. Oh, was haben wir denn hier?
einen Verschlinger, der einen riesengroßen Stein trägt. Oh. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, dass wir jetzt den Stein da so liegen haben, aber obendrauf ist auch nichts. So, gehen wir mal hier normal den Weg hier weiter. Das ist ein ganz schön weiter Sprung, den wir hier machen müssen. Irgendwo da hinten. Das war super, super knapp. Die Frage ist, wir müssen irgendwie dahinter. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig. Ach so, hier können wir einfach runterspringen. Da hinten ist irgendwo was. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich auf jeden Fall die Felsen runterkommen lassen. Okay, der ist tiefer als der andere. Ist es schon möglich, da drauf zu springen? Eher nicht. Sehe auf jeden Fall da hinten. Ah, Moment, kann ich hier in den Felsen klettern irgendwo? Definitiv zu hoch. Ich wäre ja kaum hier so ein Holzgerüst hochklettern müssen, oder? Es geht doch gar nicht. Also mir würde jetzt einfallen von hier, weil das so ein bisschen erhöht ist. Oh, das könnte klappen, aber das sieht nicht so aus, als wäre das dafür vorgesehen. Da hinten ist auf jeden Fall was zum Klettern, aber erstmal hier ist was zum Klettern an der Seite. Das habe ich übersehen. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Und wir müssen irgendwie dahinter. Sehr schön. Wir haben einen Esel. Okay, hier haben wir nichts mehr. Das heißt, ich kann hier ganz ohne Probleme einfach weiterlaufen. Und hier haben wir Minenarbeiter, die irgendwelche Fässer verladen. Könnte es sein, dass das Sondermüll ist, den die vielleicht hier zwischenlagern? Dass die vielleicht hier irgendwelche illegalen Machenschaften hatten? Das explodiert doch bestimmt gleich, oder? Okay. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Wir müssen, bevor das zündet, da hinten lang. Ich probiere das mal. Das funktioniert doch nicht, oder?
das irgendwie löschen? Moment, konnte ich hier gerade ausweichen? Ich konnte eben hier gerade irgendwie ein bisschen wie ausweichen. Aber das ist doch viel zu schnell. Okay, ich warte mal hier. Okay, vielleicht doch lieber hier. Wir müssen noch weiter hinten warten. So, jetzt geht's an. Ich warte mal, bis es explodiert und laufe dann direkt los. Okay, wir haben es fast geschafft. Also warten, bis es explodiert, ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Und jetzt. Ist das wirklich die Lösung? Oder muss ich hier irgendwas anderes machen? Vielleicht hier irgendwo hochklettern? Kann ich vielleicht die Zündschnur irgendwie umgehen, oder? Aber es scheint mir so. Ja, keine Chance. Das geht direkt los. Aber wir haben es ja schon fast geschafft. Okay, jetzt. Okay, zu früh losgelaufen. Ich verstehe den ganzen... Also das ist auf jeden Fall nicht richtig. Hat uns nicht erwischt. Ich laufe einfach. Wieso schaffen... Können wir uns irgendwo verstecken vor der Explosion? Hier irgendwo... Dass wir vielleicht hier irgendwo an den Rand gehen? Nein, auch nicht. Wie kommen wir denn hier vorbei? Ach so. Oh Mann, wir konnten es einfach löschen. Einfach mit unserem... Oh, hätte ich auch gleich drauf kommen können. Da oben ist was. Wie kommen wir da hoch? Ich gehe erstmal den normalen Weg. Das war's mit normaler Weg. Der ist hier vorbei. Ich würde mir ja immer noch wünschen, dass ich hier diese... ...diese Lore antreiben kann. Okay. So viel dazu. Das macht das schon ein bisschen einfacher. Da oben, aber es geht jetzt, so wie ich das sehe, geht es eh nach oben. Also gehen wir mal weiter. Nein. Was fliegt da in die Luft? Ach du heiliger Bimbam. Wir müssen bis darüber kommen, um den... Okay, Ich hab's verstanden diesmal. Ich glaube, ich hab's direkt schon erwischt. Wir haben's direkt schon gelöscht. Oh, sehr gut.
bevor es hier an diesem Fass ankommt. Deswegen liegt das hier so ein bisschen, falls wir es am Anfang nicht erwischen, dann müssen wir halt hierher kommen. Okay. Schade, dass wir nur die Geisterbäume nach oben können. Das ist zu hoch. Eine Kletterwand. Die führt mich aber eigentlich von meinem Ziel weg. Die Frage ist, muss ich vielleicht noch abwarten, bis ich da hinkomme? Weil das ist wirklich weit oben. Und es sieht nicht so aus, als könnte man da hinklettern. Ich muss nochmal ganz kurz angucken. Nur mal so einen kleinen Überblick verschaffen, ob hier irgendwas aussieht, als könnte man klettern. Weil da oben ist definitiv was zwischendrin, aber da kommen wir mit dem jetzigen Zeitpunkt aus noch nicht hin. Okay, ich gehe davon aus, dass wir da später hinkommen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal weiter. Und sammeln hier die zwei Sachen auf. Irgendwo hier. Und da drüben auf jeden Fall der Erinnerungspart. Was haben wir da? Ich habe was verpasst. Bringen was in die Stadt rein und hinten die Katze erschreckt sich irgendwie und die hat irgendwas Drehendes in der Hand. Vielleicht bearbeitet sie ja irgendwas. Aber wir haben hier noch was. Noch was weiter oben. Vielleicht kriegen wir ja das Bild gleich noch vollständig. Das sieht mir so aus, als müsste ich hier eine Lore runterschubsen. Nach da und nach da. Das hätte ich beinahe übersehen. Ah, okay. Die Lore kommt dann später. Weil das Holz, das sieht definitiv so aus, als müssten wir das irgendwie durchbrechen. Oh, und das hier ist auch eine Kletterwand. Tatsächlich. Ah, Moment. Weichen stellen. Wie kann ich die Weiche hier stellen? Ah, von der Seite. Okay, jetzt schubse ich die quasi an. Und stell jetzt die Weiche wieder zurück. Hä? Moment. Ah, geht doch. Und jetzt kommen wir da unten weiter. Sehr schön. Aber hier oben kommen wir doch jetzt bestimmt nach hier hinten, oder? Oh,
Oh, es wird nicht einfacher hier mit dem Spiel. Vielleicht muss ich doch gleich nochmal zurück. Wo geht's hier durch? Ah, da oben. Da oben geht's durch. Okay, ich muss alle aufhalten. Ich muss alle aufhalten. Oh, wir haben es geschafft. Jetzt ist die Frage. Ach so, jetzt kann ich einfach hier neben rein. Sehr schön. Auch wieder irgend so ein Reptil. Und hier kommen wir hier unten wieder raus. Die Sache ist, wenn ich jetzt da weitergehen sollte, da oben ist noch was, vielleicht kann ich da rüber gucken. Wobei, geht das hier vielleicht nach oben, wenn wir hier langkommen? Also das kann durchaus sein, dass wir das noch später bekommen. Aber was mich gerade ein bisschen irritiert. Oh, ich sehe gerade was. Ich sehe gerade was. Wir können vielleicht hier außen rumlaufen. Oh ja, das ist der Weg. Das wäre ärgerlich, wenn ich das nicht mitgenommen hätte jetzt hier. Wobei ich auch gerade noch nicht weiß. Ah, hier, Holz. Übers Holz rüber. Und von hier sollte ich rankommen. Sehr schön. Okay, damit haben wir das hier auch erledigt. Und jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob diese Erinnerung, die uns fehlt, wo wir die herbekommen. Geht halt wirklich da hoch. Und es fehlt aber noch eine weiter vorne, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich gehe mal weiter. Vielleicht muss ich nochmal zurück. Aber vielleicht kriegen wir die Erinnerung ja auch noch. Sieht ja zumindest so aus, als könnte man die zeitnah freischalten. Weil die hier direkt nach oben geht.
Es geht aber sehr weit hier lang. Die Frage ist, ob das hier der richtige Weg ist oder... Ob hier einfach nur ein Baum war. Da geht's hoch, oder? Geht's hier hoch? Aber hier, hier geht's hoch. Sehr schön. Aber die Erinnerung. Kann ich hier runter? So viele. Au. Aber wir müssen es... Au. Au. Okay, da kommt der Große. Okay, noch ein kleiner. Dann gucken wir jetzt mal hier unten um. Hier können wir irgendwas aktivieren. Ah, und da hinten ist wieder so ein Holz. Oh. Wie kann ich ihn denn... erreichen. Hier. Irgendwie erwische ich ihn nicht so richtig. Oh. Ja, jetzt. Sehr gut. Damit sollten wir hier alle haben. Es geht da definitiv irgendwie nach oben. Und da hinten geht es definitiv nach unten wieder. Irgendwas habe ich hier noch verpasst. Vielleicht können wir ja auch hier nochmal irgendwo außen rum gehen. Ist mir gerade noch nicht so richtig klar, wie ich da rüberkommen soll. Oder ob wir da wirklich später hinkommen. Es geht wirklich ganz da hoch. Aber vielleicht... Ah, Moment. Wenn ich das jetzt so sehe, wo das hingeht, wir kommen vielleicht noch da hoch, weil da oben geht noch irgendwie so ein Weg rüber. Vielleicht müssen wir uns da jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Dann müssen wir erstmal die Lore dahinter bringen. Die Frage ist, welche? Die hier? Okay, hier schalten wir die Weiche. Wir werden es wahrscheinlich gleich bei der nächsten Erinnerung sehen. Die irgendwo da oben sein soll. Habe ich da jetzt was verpasst da oben?
glaube, ich muss nochmal außen rum gehen. Ah, ich komme da wieder nicht hoch, weil die Lore jetzt hier hinten ist. Das müsste immer nur angezeigt werden, wenn man wirklich in dem Gebiet ist oder wenn man auch wirklich hinkommt. Ich habe so das Gefühl, manches wird mir schon viel zu früh angezeigt. Das geht ja jetzt hier hoch. Und wir kommen ja hier in die Richtung. Das geht nach da weg. Und das geht nach da oben weg. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Höher als hier geht ja nicht. Oder habe ich hier hinten irgendwas? Nee. Na gut. In der Hoffnung, dass wir es noch weiter bekommen können, wenn wir hier hinten weiterlaufen. Gehen wir mal hier weiter. Aber das hier... Komme ich da nochmal hin? Oh Mann, die Verwirrung ist maximal gerade da bei mir. Da auch irgendwo hoch. Aber gut, es scheint nochmal hier irgendwo auf den Felsen hoch zu gehen. Da hinten gibt's was. Oh, es kann halt hier super schnell passieren, dass ich hier irgendwas übersehe. Irgendeine Kletterwand oder so. Keine Ahnung, warum man den hier anstumpfen sollte, aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht hängt er sich da unten wieder irgendwo auf. Das so gewollt ist? Okay, das scheint so gewollt zu sein. Sehe ich da halt auch schon wieder jemanden, der so einen Stein trägt? Da komme ich doch nie wieder hin. Schweige denn hier hoch? Okay, hier hoch kommen wir wieder. Okay, wenn wir dahinter kommen, da hinten irgendwie hochkommen, hier zurückkommen, dann kommen wir definitiv nochmal da oben vorbei. Okay, ich hoffe mal, dass wir jetzt dahinter gehen. Und dann den Weg hier wieder zurückgehen müssen irgendwie. Und dann nach oben kommen. Das wäre das Einzige, was wirklich Sinn macht. Da sind noch mehrere, die was tragen, aber da komme ich nicht ran.
Der Sprung war zu kurz. Muss ein bisschen Anlauf nehmen. Wir müssen hier hundertprozentig irgendeinen nach den hier. Ah, da fällt mir gerade ein, wenn wir auf dem hier drauf sind. Okay, kommen wir auch auf keinen anderen drauf. Ein Kletterfelsen. Und jetzt? Von wo soll ich jetzt hier... Wo soll ich hier hinspringen? Ja, servus Leute. Hier sind wir wieder. Ich habe einen kurzen Cut gemacht. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich gerade hier schon rumgesucht habe. Ich bin echt am Verzweifeln gewesen. Und letztendlich habe ich dann doch mal kurz nachgeschaut, wo es denn hier weitergeht. Und ja, sieh da, ich hatte einen Bug im Spiel. Und ich wäre auch hier gar nicht weitergekommen. Ich habe hier bestimmt eine Stunde bin ich hier rumgerannt. Und habe probiert, wo denn jetzt mein Fehler ist. Und hier, der war einfach gar nicht da. Hier unser kleiner Verschlinger, der diesen Felsen trägt. Ich weiß nicht, wohin der gebackt ist. Aber natürlich... So kommen wir hier natürlich weiter. Und jetzt haben wir hier einen Felsen. Und damit sind wir hier oben und können endlich weiter. Oh, das hat mir gerade meinen letzten Nerv gekostet tatsächlich. Bis ich jetzt wirklich drauf gekommen bin. Yo, hier muss irgendein Spielefehler da sein. Und ja, war es auch so. Also anscheinend, hier geht es jetzt weiter. Und hier brennt was. Das haben wir aus. Und das haben wir auch aus. Okay.